Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Volibear im Jungle. War ja zuletzt sehr erfolgreich, deswegen lassen wir den guten Master Yi erstmal stecken und spielen weiter eine Runde Volibear. Ja, des Weiteren in meinem Team ein Trundle auf der Top Lane, LeBlanc auf der Mid Lane, Tristana als ADC und Morgana als Support. Also sehr ausgeglichenes Team, wie ich finde. Ja, und im Gegnerteam haben wir einen Ryze auf der Top Lane, Jax im Jungle. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Natürlich Velkosch auf der Midlane, Jinx als ADC und Sona als Support. Ja, LeBlanc gegen Velkosch, die wird nicht so viel zu lachen haben, denke ich mal. Wenn sie überhaupt erstmal kommt. Mal sehen, ob sie connected ist. Ja. Und kommt auch langsam mal in die Strümpfe. Auf dass der Sturm mir folge. Die Vasallen sind erschienen. Nö, ich finde schon, dass die Tristana nicht Unrecht hat. Ist ja immerhin Ranked. Da sollte man dann auch schon pünktlich am PC sitzen. Wir wollen ja schließlich auch noch ein paar Ligen nach oben. So. Okay, wunderbar geklappt alles. Ja, die Gegner, wie gesagt, Jax im Jungle. Brauche ich am Anfang nicht so die Angst zu haben. Der verliert ja ziemlich viel Leben bei den ersten Camps. Später sieht das dann natürlich ganz anders aus. So, und direkt weiter zum Blue Buff. Den kann man als Volibear im Jungle ja doch recht gut gebrauchen, zumindest im Early. Ja, was geht da ab? Velkosch und LeBlanc. Schon ganz schön am Prügeln, die beiden. Gebe ich mir jetzt aber für die Ehe auf. Oder auch nicht. Dauert mir zu lange. So, jetzt gehe ich erstmal schnell die Krabbe machen. Okay, da ist er weggehuscht. Meine Krabbe. So, Trundle muss leider schon zurückgehen. Ich werde natürlich versuchen, so lange wie möglich hier im Jungle zu bleiben. So, und die W wird gemaxt. Bloß keine Zeit verschwenden, dass ich mir auch einen kleinen Vorteil dem Jax gegenüber aufbauen kann. Der wird mich im Late Game schon noch genug nerven. So, mal gucken, ob die Krabbe noch da ist. Jo. Ah, die überlassen wir ihm.
Hab leider kein Smite ab. Und ja, er war natürlich auch schon das erste Mal weg. Aber wenigstens feedet hier schon mal keiner. So, Jax auf der Botlane. Nicht fighten gegen den. So, Trank des Jägers, Klinge des Pischers und die Boots nehme ich direkt mit. Weiß schon mal keinen Flash mehr. Okay. Dammit. Okay, war jetzt nicht so schön von mir. Vielleicht ein Vasallen nach hinten geschleudert. Jawohl. Gut Job auf der Toplane. Und mein Red gleich wieder ab. So. Na, ist überall nicht so leicht zu ganken. Kill hätte ich natürlich auch gerne Tristana gelassen. Nee. Drake machen wir jetzt noch nicht. So, und nochmal die Boots. Baue ich mit Wolli sogar, bevor ich das Jungler-Item ausbaue, weil es bei ihm ja wirklich aufs Tempo ankommt. Okay. Rice ist Miss. Ja, da ist er wieder.
Okay. Oh. Oh. Huh. Vertraue deinen Instinkt. Hat ja doch noch geklappt. Das ist natürlich schön, wenn der Rice nicht ins Spiel kommt. 0-2. Unser Trundle 2-1. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, meine Passive ist jetzt raus. Jawohl, schönes Ding. Loben wir die LeBlanc doch auch tatsächlich mal. Baut die Mitspieler ja auch immer ein wenig auf. Will ich zumindest hoffen. Oh, Trundle ist jetzt heiß. Oh Mann. Jetzt sollte ich mich schnell verziehen, bevor der Jax auftaucht. Kampf liegt mir im Blut. Das war ganz schön lange der Gutste. Aber wir kriegen ihn auf jeden Fall. Überlasse ich auch mal dem Trundle. Der kann da oben die Lane dann, glaube ich, richtig schön reinpushen. Na, ich will lieber das Leben. Come on, come on. Ja, ich bin ja leider wieder auf... Na, was ist da los? Wow. Ja, nice! Ursaren kennen keine... Schön gemacht, die Morgana. Ja, was wollte ich eben sagen? Ja, ich bin ja leider wieder auf Gold 4, Gold 5 abgerutscht von Gold 4. War da Jax bei mir im Jungle? So, und immer schön die Q nutzen. Alles schön zackig geht hier. Bis jetzt sieht das Ganze auch sehr gut aus. Also alles, was mein komplettes Team veranstaltet. Jop. Auch unterwegs. Aber mal sehen. Jawohl, Tristana und Morgana erledigen das. Jawohl, sehr nice. Und come on! Jawohl! Den haben wir auch noch.
Also mittlerweile auch schon 4-0-1. Das gesamte Team auch ziemlich stark. Wenn das so weitergeht und wir das so weiter runterspielen, dann sehe ich ja eigentlich überhaupt keine Probleme, dass wir das Ding gewinnen. Morgana auch schon mit Blutrausch. Letzten Spiele hatte ich immer solche Premates, die nur reingefeedet haben. Zum Teil habe ich auch mit dazu gehört. Ja, das arme Gegnerteam, die müssen sich jetzt auch ziemlich verarscht, angepisst, wie auch immer. Ist ja wirklich krass, wie wir die auseinandernehmen. Aber war jetzt auch mal wieder Zeit für einen Sieg. Jetzt bin ich auch endlich mal wieder in meinen geliebten Jungle gekommen. Die letzten drei Runden musste ich leider auf der Toplane verbringen. Und da bin ich ja nicht so der Superstar. Oh oh. Ne, kam der Jax zu spät. Jetzt geht's auch schon richtig fix durch den Jungle. Vielleicht sollte ich doch bei Volibear bleiben. Letzte Runde 11-0. Jetzt stehe ich schon wieder 4-0. Ist vielleicht doch ein Zeichen, dass ich langsam von meinem geliebten Master Yi abschwenken sollte. Aber so weit sind wir noch nicht. So, gehen wir mal mit auf die Botlane. Obwohl ich denke, die werden sich jetzt auch zurückziehen. Na, Farm von der Jinx geht eigentlich. Das ist aber auch wirklich alles. Auf das der Sturm mir folgt. Okay, da war es der Jax. Ah, da oben ist aber ein Schandel. Kann ja auch nicht überall sein, der Ärmste. Oh lol. Wissen ja auch noch, dass ich da bin. Okay. Okay, alles gut gegangen. Ziehe ich mich erstmal wieder zurück. Und hol mir meinen Red Buff. Ah, Tristana geht jetzt die Mitte unterstützen, wie es aussieht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ah, Ryze war auf der Botlane währenddessen. Ja, jetzt wird's mal Zeit, dass wir einen Midlane-Tower mal holen. So. Jawohl. Jetzt gehen wir auf jeden Fall den Tower holen. Okay. Und ab zum Drake. Na, der braucht aber noch ein bisschen. 34 Sekunden noch.
wardete schon mal nichts. Warten wir jedoch mal eiskalt. Oh ne, die Gegner gehen noch weiter. Die sind aber sehr von sich überzeugt. So, jetzt aber den Drake machen. Aber die Gegner surrendern nicht. Das bei 18-1. Die haben Arsch in der Hose. Oder wissen einfach nicht, wie es geht. So. Aus der Botlane Farm. Lassen wir natürlich der Tristana. Dann warte ich mal eiskalt beim Blue Buff. Mal gucken, wer da gleich entgegenkommt. Ah, die Jinx. Da ist sie. Und wir haben sie. Ja, den lassen wir selbstverständlich ihr. Zumal meiner ja auch schon wieder ab ist. Junge, Junge, 21-1, was ist hier los? Die kriegen ja mal richtig Kloppe. Ich glaube, da könnte der Tunnel mittlerweile fast gegen alle fünf alleine kämpfen. Naja, zumindest mit mir zusammen. Das ist ja echt mal ein bisschen übertrieben, was wir hier machen. Und wie gesagt, ist ja immer noch Gold. Oh ja, da geht's scharf. Ja, von da will ich da nicht rein. So, jetzt aber. So. Na komm, Tristana, hol ihn dir. Lange genug getankt, denke ich. Ne, ich ziehe mich erstmal zu meinem Mad Buff zurück. Macht ne Trundle da oben drin. Ach, dann fahren wir nämlich auch noch mit und dann gehe ich unten auf der Botlane weitermachen. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ich jetzt mit Wally habe. Aber ist ja egal, ein S oder ein S Plus kann ja nicht schaden.
Und ich denke, das wird in diesem Game hier jeder bald kriegen. Einzeln angeschissen. Na gut, ziehen wir uns erstmal ein bisschen zurück. Oh ja, was ist denn jetzt passiert? 4 Kills für die Gegner mittlerweile? Habe ich aber was verpasst. Da ist der Drake ab 42. Kann ich eiskalt nochmal Base vorher gehen. Reicht ja schließlich schon für die Hydra. So, und jetzt bewege ich mich wieder zum Drake. Noch 4 Sekunden. So, und die Botline weiter durchdrücken. Holt sich den Blue. Ja, tut mir leid, dass das ein bisschen eintönig geworden ist, das Spiel hier. Aber mit sowas habe ich auch nicht gerechnet. Na, vielleicht kommen die Gegner ja nochmal. Nein, ich denke nicht. Ich würde sagen, jetzt gehen wir oben erstmal den In-App eindrücken. Und zwar alle 5. Aufhalten können sie uns da sowieso nicht, soweit wie die behind sind. So. Weiter fighten da, Leute. Wir wollen aber noch nicht raus. Gehe ich auch mal wieder mit rein. Ich komme an keinen ran. Doch. Oh, 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 oh. Da hat's mich zerfetzt. Ah, die Zone habe ich noch mitgenommen. So, jetzt brauchen wir noch Frozen Heart. Ach, die brauche ich nicht mehr. Und als nächstes noch Geistessicht. Oh, 20 Sekunden noch tot. Verdammte Axt. Oh, natürlich lange.
Okay. Gib Galle, Kalle. Ab zum Red. 31,8. Puh. Also ich surrender auch ungern, aber ich glaube, da würde ich auch surrendern. Gut. Gleich habe ich dich, hab dich. Tower tanken wollen wir nicht. Die beiden Riesen am Tanzen. Loi. Okay. War jetzt nicht das schwerste Spiel. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.